Na, würdet ihr diesen jungen Herrn erkennen? Angefangen hat er bereits vor über 20 Jahren als Breakdancer, war dann als DJ unterwegs und veröffentlichte 1992 seine Erfolgssingle Somebody Dance With Me. 2012 feiert DJ Bobo mit seiner Dancing Las Vegas Tour das 20-jährige Bühnenjubiläum und füllt dabei die ganz großen Hallen Europas. Wir haben 1,5 Jahre gemacht und uns vorbereitet und vor 5 Monaten haben wir die ersten Proben gehabt. Wir wollten zum 20-jährigen Jubiläum etwas Fröhliches machen, wo die Leute sofort merken, da kommt eine große Show und Vegas steht für große Shows und DJ Bobo auch. Und so kamen wir auf das Thema. Mal tanzen 2 Tänzer unter einem 12 Meter hohen Wasserfall. Auf der insgesamt 14 Meter hohen Bühne stehen 2 riesige Statuen. Eine Konfettikanone verteilt seine Ladung durch die Halle. Und die ganze Zeit über kommt modernste Pyro- und Lichttechnik zum Einsatz. DJ Bobo weiß, wie eine Show sein muss. Irgendwann haben wir uns in den Kopf gesetzt, wir möchten ein Eiskunstlaufpaar haben, welches auf der Bühne zu oberst Schlittschuh läuft. Was für eine verrückte Idee. Und wir haben uns dann erkundigt, es gibt so eine Art Kunsteis. Das ist eine Art Plexiglasplatten, die sind so dick, werden zusammengesteckt. Und die sind ganz rutschig wie richtiges Eis. Und wir haben dann Eiskunstläufer im Europapark auf diese Fläche hochgejagt. Und ich habe gedacht, die trauen sich eh nicht, weil das ist nur 6 mal 4 Meter groß, diese Eisfläche. Und wenn du da runter segelst, dann fliegst du 9 Meter nach unten. Und das machst du nur einmal. Bubblegum TV war schon vor dem Konzert da und durfte hinter die Kulissen der Dancing Las Vegas Show sehen. Was gefällt euch an DJ Bobo? DJ Bobo kann gut singen und es ist einfach toll, hier zu sein. Ich bin hier, um ihn mal live zu sehen und ich mag seinen modernen Sound, dass er auch schnelle Musik macht. Er begeistert die Leute, er animiert die Leute zum Mitmachen und ja, es macht einfach nur Spaß. Lustig. Ja. Die Show ist ziemlich gut, also es ist immer was los, es ist spannend und interessant. Die vielen Tanzeinlagen und Choreografien verlangen aber natürlich auch von DJ Bobo ganz schön was ab. Dafür, wie er sich fit hält, hat er aber eine ganz einfache Erklärung. Ich spiele Fußball und im Winter Eishockey und das reicht. Trotz all dem Tourstress haben wir einen ganz familiären DJ Bobo getroffen. Zusammen mit seiner Frau Nancy zieht der Schweizer 2 Kinder groß und schafft es so, das Musiker- und das Vaterdasein unter einen Hut zu bringen. Wie gehen deine Kinder damit um, dass ihr Vater DJ Bobo ist? Das ist ihnen gar nicht so bewusst. Sie wissen das natürlich, aber zu Hause bin ich einfach Papa. Und dann bin ich auch als Papi für sie da und spiele mit ihnen. Und bin aber ein strenger Papi. Also. Aber DJ Bobo ist eigentlich für sie immer ein bisschen komisch, weil immer wenn ich weg bin, bin ich DJ Bobo. Und wenn ich heimkomme, bin ich Papi. Also das heißt, DJ Bobo ist eigentlich immer weg, deshalb mögen sie das gar nicht so. Wenn ich sage, ich muss wieder weg, dann wissen sie, oh oh, DJ Bobo muss weg. Das Video Everybody's Gonna Dance wurde in Las Vegas gedreht. Und die aktuelle Show heißt Dancing Las Vegas. Las Vegas, die Stadt der größten Shows und Spielhallen. Was spielt DJ Bobo gerne? Oh, ich bin ein Pokerspieler. Ich liebe Pokern. Texas Hold'em, im Tourbus spielen wir ab und zu, es macht riesig Spaß. Der Auftritt in Berlin ist DJ Bobo auf jeden Fall richtig gut gelungen. Die Masse tobte und auch Hanna und Julia von Bubblegum TV gefiel es richtig gut. Aber eine Frage stellt sich natürlich trotzdem. Was passiert nach der Dancing Las Vegas Tour und was vielleicht in 20 Jahren? Oh, ob ich in 20 Jahren noch auf der Bühne bin, weiß ich nicht. Aber wir werden auf jeden Fall eine neue Tour machen. Ich schätze in 2 Jahren. Bubblegum TV weiß zumindest, dass auch DJ Bobos nächste Tour sicher nicht weniger Menschen begeistern wird. Denn so viel bekommt man nirgendwo anders geboten. Auf die nächsten 20 Jahre. Hallo, ich bin DJ Bobo und ihr schaut Bubblegum TV.